Und die Wetteraussichten, die hat nun noch Jörg Stieber für Sie. Das größtenteils extrem trockene und milde Wetter der letzten Wochen setzt sich auch in den nächsten Tagen fort. Ein Hoch bringt uns bis Freitag im Bergland viel Sonnenschein, in den Niederungen aber zunehmend zähen Nebel. Erst am Wochenende zieht eine Kaltfront durch und bringt vor allem an der Alpen-Nordseite und im Osten etwas Neuschnee, in tiefen Lagen auch Regen. Heute Nachmittag überwiegt aber in weiten Teilen Österreichs der Sonnenschein, zähen Nebel gibt es stellenweise in Oberösterreich. Schon am Abend werden die Nebelfälle dann rasch häufiger und am Dienstag muss man im Flach- und Hügelland so in einzelnen Tälern zunächst recht verbreitet mit Nebel oder Hochnebel rechnen. Er löst sich tagsüber nur teilweise auf, vor allem nach Osten hin bleibt es vielerorts bis zum Abend trüb. Außerhalb der Nebelregionen, also vor allem im Bergland, scheint dagegen oft die Sonne. Sehr unterschiedlich wieder die Temperaturen, die Höchstwerte liegen zwischen minus 2 Grad in manchen Tälern und bei Dauernebel und plus 12 Grad etwa im Flachgau. In 2000 Meter hat es plus 2 Grad. Am Mittwoch im Bergland wieder oft sonnig und noch milder mit bis zu plus 9 Grad in 2000 Meter. Im Flach- und Hügelland aber zum Teil wieder beständiger Nebel. Den Wetteraussichten von Jörg Stieber endet heute das Mittagsjournal Technik Elmar Peinelt und sonst halbe halbe heute Mittagsjournal Helen Seelmal und Rainer Hasiber. Und alle anderen Beteiligten bedanken sich für ihre Aufmerksamkeit. Es ist gleich Punkt 1. Mit Natascha Konopitzky. Zehntausende Menschen sitzen am Rande Europas fest. Auf der Flucht über das Mittelmeer oder über den Balkan sind sie in Flüchtlingslagern gestrandet. Innerhalb der EU an der Mittelmeerküste oder an den EU-Außengrenzen in Bosnien und Serbien. In den Medien waren in den letzten Wochen viel über das überfüllte Lager in Moria auf der griechischen Insel Lesbos zu hören. Menschen leben dort in Containern und Zelten unter miserablen hygienischen Bedingungen. Punkt der neuen Regierung werden. Geplant sind Maßnahmen wie etwa die Bündelung der Pflegefinanzierung, die Einrichtung einer Pflegeversicherung oder ein Bonus für die Pflege daheim. Um ihre Vorhaben zu unterstreichen, besuchten Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler und Sozialminister Anschober am Vormittag eine Pflegeeinrichtung in Wien. Der Budgetüberschuss aus dem vergangenen Jahr beträgt 1,4 Milliarden Euro, eine Milliarde mehr als angenommen. Das sei ein Startbonus für die neue Regierung, sagt der Chef des Instituts für höhere Studien Kocher im Mittagsjournal. Damit sei aber noch nicht alles finanziert, was man sich vorgenommen habe. Grund für den Überschuss seien höhere Steuereinnahmen, unter anderem auch wegen der kalten Progression. Der Spielraum für die Regierung sei jedoch nur kurzfristig, da große strukturelle Fragen, etwa Pflege und Gesundheit, noch offen sein. Der Iran bestreitet, den Abschuss des ukrainischen Flugzeugs vertuscht zu haben. Selbst Präsident Rouhani habe erst 2 Tage nach dem Vorfall vom Sicherheitsrat die entsprechenden Fakten mitgeteilt bekommen, sagte heute ein Regierungssprecher. Er verwies auf militärische Spannungen am betreffenden Tag. Die Streitkräfte seien in höchster Alarmbereitschaft gewesen, weil die USA gedroht hätten, 52 Ziele im Iran anzugreifen. Das iranische Militär hat das Passagierflugzeug nach eigenen Angaben für einen feindlichen Flugkörper gehalten und deshalb versehentlich abgeschossen. Nach wochenlangem Kampf meldet die australische Feuerwehr einen Erfolg gegen die Buschbrände. Der größte Brand in der Nähe der psychologische Lage der Geflüchteten ist also miserabel. Und das betrifft natürlich vor allem die Kinder, Jugendliche, unbegleitete, minderjährige Flüchtende. Deshalb gab es ja auch diesen Aufruf zum Jahreswechsel, der ja leider verhallt ist, wie Sie auch gesagt haben. Das Lager in der Nähe des kleinen Ortes Moria auf Lesbos ist eines von vielen auf den griechischen Inseln. Weitere Lager sind auf Leros, Chios, Samos und Kos errichtet worden. Man schätzt, dass ungefähr 40.000 Menschen und Nostra lucru important